Dann werde ich unendlich oft gefragt, was ich von so Heilungsversammlungen halte. Da ist ein Fritz Köhler hier im Lande rumgesaust, nicht? Und Zeiss und Tommy Hicks und wie heißen sie alle? Ich will Ihnen offen sagen, was ich davon halte. Davon halte ich gar nichts. Selbstverständlich kann mein Herr Kranke gesund machen. Aber zu den Heilungsversammlungen laufen 50% Leute, die gar nicht krank sind, sondern hysterisch sind und sie ihre Krankheiten einbilden. Verstehen Sie? Jetzt will ich Ihnen sagen, warum ich dagegen bin. Mein Herr Jesus kann natürlich Kranke heilen. Und wenn ein paar Brüder bei einem Kranken beten, kann Jesus ihn heilen. Mein Herr kann das. Aber er kann auch einen Menschen der Krankheit lassen. Und diese pfingstlichen Heiler, die sagen, Jesus heilt in jedem Falle. Und wenn er dich nicht gesund macht, dann hast du keinen Glauben. Und das ist verkehrt. In der Bibel kommen Gläubige vor, die krank sind. Paulus hat ein Trophimus krank in Milet zurückgelassen. Und Paulus war ein größerer Apostel als die. Nicht wahr? Verstehen Sie recht, Jesus kann heilen, aber Jesus muss nicht heilen. Ich will einen Fall sagen. Ich kenne ein junges Mädchen, die ich gelähmt durch so Kinderlähmung. Und es war für sie sehr schwer, ein kluges Ding. Und da habe ich gesagt, jetzt musst du lernen, zu der schweren Führung Gottes Ja zu sagen. Man kann auch Krankensegen sein. Und sie hat angefangen, es zu lernen. Und dann kam so ein Gesundheilungsdor, so ein, der auch von Jesus spricht. Und da ist sie in die Versammlung und der hat geschrien, steh auf, du kannst. Und er konnte sie und lief durch den Saal und brach hinten zusammen. Aber das sah man schon nicht mehr, sondern es ging nur nicht alle Blätter, sie ist geheilt. Dabei lag sie am Abend kränker als vorher da. Und zwar nicht jetzt bloß äußerlich krank, sondern innerlich krank. Weil sie sagte, ich habe keinen Glauben, ich bin verworfen, sonst hätte der Herr mich gesund gemacht. Dann habe ich gesagt, das ist dummes Zeug. Der Herr will dich krank haben und jetzt lernst du Ja sagen dazu. Aber sie ist jetzt nicht bloß äußerlich, sondern auch innerlich zerstört. Und bildet sich ein, sei verworfen. Ich habe dem Mann geschrieben, bitte, dein Opfer liegt krank da, geh hin und mach sie gesund. Da hat er geschrieben, er hat keinen Glauben. Verstehen Sie, das ist schrecklich. Ich sage nochmal, Jesus kann gesund machen, aber niemals in solchen lärmenden Versammlungen. Niemals. In der Stille macht das. Und er muss nicht gesund machen. Es ist ein Zeichen unserer armseligen Zeit, dass man einen Heiland will, nicht um Vergebung der Sünden zu haben, dass man einen Heiland will, nicht um Kind Gottes zu werden, sondern um sein Zahnweh loszuwerden oder sein Blinddarm. Lesen wir das Neue Testament, da steht es sehr anders, nicht? Seien Sie vorsichtig, in der Offenbarung steht, dass in der letzten Zeit doch Satan Wunder tut. Und die Wunder sind kein Zeichen für göttliche Dinge. Der Teufel kann auch Wunder tun. Bleiben Sie nüchtern beim Wort Gottes, ich bitte Sie herzlich.